Leute, was ist denn jetzt, Mann? Bevor wir gar nichts mehr machen. Ja, ich weiß nicht, was der Cedric macht. Ja, dann macht ihr. Es sind drei Leute um die rum. Muss nicht unbedingt Cedric Wo bist machen. du eigentlich? Hinten. Straße runter. Danke fürs Reparieren. Ja, weiß ich. Vielen Dank. Braucht noch jemand ein Pflaster? Das habt ihr gesehen? Ihr müsst nur auf den Tisch schauen, ne? Da sind jetzt die Kopf. Wir wollten die ja ausrauben eigentlich, Cedric. Ja, wir gehen jetzt ja den Tanker ausrauben. Ich dreh gleich durch, Cedric. Helene Fleischer. Jungs, hier ist Helene Fleischer. Jo, danke. Warum sind wir überhaupt da runtergefahren, wenn du ihren Tanker ausrauben wolltest? Weil der Tanker ja nicht realisieren wollte, dass wir ihn wollen. Bitte? Auch noch ein paar. Okay. Ich hab verstanden, Waffe runter. Ich fahre gerade immer noch auf dem Ballern. Gleichfalls. Am besten auf ihrer Spur. Mann, nur Kollege. Ich werde mal auch schon nicht fahren. Den Schalldämpfer für dieses Ding hätte ich auch gern gehabt. Habt ihr gesehen, wie die erst uns anmolzen wollten, wo ich dann ausgestiegen bin und voll rumgeschrien hab? Die gleich schon wieder. Wie die auf einmal kleinlaut wurden. Fahr mal schnell Richtung Mitte, ne? Der Dingens ist nicht mehr weg. Ja, ne? Der Ding. Nein, ist er nicht. Der Terry, der ATM. Der war ja dann Schalldämpfer auf seiner Waffe, Gott. Der war schon ja, nice. Auch sein das Ding. Der war keinen Schalldämpfer drauf gehabt? Ja, beide haben Schalldämpfer gehabt. Der hatte einen MX-Schalldämpfer? Ja. Ey, ihr seid doch Behinderte, Alter. Ach komm, Leute. Euer Maul. Ja, statt Cedric da angesagt hat, von wegen. Also der scheiß MX-Schalldämpfer ist mehr wert als der scheiß Tank-Tempest mit Inventar und dem Typen da drin. Ich hab den Tank-Hunter da nicht gesehen. Den Schalldämpfer. Aber habt ihr gesehen, wie klein laut die auf einmal wurden? Ja, beruhigen sie sich doch. Jungs, so geht das. Was willst du machen, wenn vier Leute um dich stehen und einer schon weg ist? Weißt du, und der eine schon voll am Rumschreien ist. Wir haben nicht hier. Lol, schon wieder. Lol. Die scheiß wohl. Links abbiegen demnächst. Oh Gott, was ist das denn hier? Links. Ja, du musst doch in die Straße da vorne erst rein. Entspann dich. Hier. Du, das vordere ist der Benzin, gell? Also der links. Jetzt mal eine ernsthafte Frage, was machen wir jetzt? Also was Werbegebiet ist jetzt Mitte, erstmal. Wir fahren gerade zur Mitte, ihr sollt spotten, wenn ihr was habt, könnt ihr das holen. Wir haben extra auf Squad aufgeteilt, weil einfach ein Trader. Jetzt sind wir am Trader gerade. Mikrofon muted. Ey, da sind Hände über den Kopf. Hände über den Kopf. Hände über den Kopf. Ignacio macht Rest Umgebungssicherung. Du mir nicht erzählen. Mikrofon muted. Nehmen Sie doch einfach mal die Hände über. Mikrofon activated. Kann sie kaum verstehen, der Helikopter ist so laut. Die landen auf dem Dach, ey. Mikrofon muted. Nehmen Sie mal bitte Hände über den Kopf. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Hände über den Kopf. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Wie man das macht, Sie nehmen Ihre Hände und heben sie einfach über den Kopf. Wie sind Behinderte. Mikrofon activated. Ach, müssen Sie den Shift C Mikrofon muted. Genau, sehen Sie, Ihr dunkler Freund, Ihr Liebhaber vermutlich, kann das, Sie auch, natürlich, haben Sie schon Übungen gemacht. Wo hauen Sie beide nieder oder rauben Sie beide aus? Mikrofon activated. Hat der andere hatte nichts? Oder hast du den schon? Doch, okay, gib ihm mal 150.000 zurück. 150? Ja, aber sicher, dass sie schon alles verkauft haben? Scheißegal, das reicht. Okay. So, ich hätte einen MX-Schalldämpfer haben können, aber... Nein. Mikrofon muted. Ich hoffe, dass du... Den hättest dann du gekriegt, oder? Ja. In dem Fall wünsche ich Ihnen noch eine schöne Weiterfahrt. Sie können die Hände wieder runternehmen, wenn ihr nach Hause steigt. Ach, kostenlos tanken, Jungs. Und weiterflirten. So, das war einfach ein Schalldämpfer von der MK200 gewesen, ey. Idioten. Dann bleibst du nächstes Mal einfach da dort und machst Ansage. Dann kannst ich war der allererste, der weggerannt ist. Alle standen wie so die Dödel da um die Cops rum, ey. Wir hätten beide Waffe hochmachen müssen, zwei Leute wären tot. Das ist schon Übung, oder? Von Real Life und so.